auf unsere Sendung mit 5G hatten wir sehr viel Resonanz, die mit dem Harald Kautz war. Besser bekannt als Harald Kautz-Weller. Und ja, da ging es ja darum, was macht 5G, was ist da los? Und es war ja, ich sag mal, theoretisch, wissenschaftlich, diese ganze Geschichte und die Resonanz, die war, hieß dann zum einen einmal, wir wären gegen die neue Technik, das wäre alles Humbug und wäre alles Panikmacherei. Und das andere war dann gewesen, dass es hieß, die Leute haben halt richtig Angst und fühlen sich nicht gehört und so weiter. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir machen jetzt nochmal eine Sendung, eine Diskussion, eine kurze, zum Thema 5G. Dazu haben wir wieder den Gregor da, den wir aus der Sendung kennen mit dem freien Energie-Geschichte. Dann Kamal Singh, der auf seinem Rückweg von England zwei 5G-Plätze, die in den Medien diskutiert wurden, besucht haben. Und er wird uns mal schildern, was es da gegeben hat. Mhm. Ja, dann fangen wir am besten mal an, Kamal. Oh, okay. Wie gesagt, du bist jetzt am letzten Wochenende bist du von England zurückgekommen. Und warst einmal in Den Haag, was bekannt ist durch den Absturz von den Vögeln. Und die andere Geschichte, wo du warst, ist in Altenhofen. Das ist ein Testgelände von Vodafone in der Nähe von Jülich. Okay, erst muss ich sagen, in Den Haag, auf dieser Platz, wo die Vögel in en masse gestürzt sind, das, was da war, wurde abgebaut. Es wurde aber, was auch immer das war, problematisch durch dieses Gebäude, das steht über den Platz und hat diese schön architektonische Verzierung oben, welche wie ein Antenne und Verstärker funktioniert hat und hat das Signal von was auch immer das war aufgenommen und intensiviert und das hat die Vögel getötet. Es ist nicht mehr da, die Vögel sind wieder da, mehr als das kann ich nicht berichten. Mit Altenhofen möchte ich eher zum Schluss was dazu sagen, weil das war viel interessanter als erwartet. Okay, gut. Dann Gregor, ihr habt ja, ich sag jetzt mal zu dem Thema, gechannelt, wenn man es so sagen kann. Kontakt aufgenommen zu, ich sag mal, Mutter Erde, zu verschiedenen anderen Wesen, zu verschiedenen anderen Sachen in dem ganzen Bereich. Welche Informationen habt ihr da zum Beispiel gekriegt? Ja, also nicht nur Zufall 5G, sondern umfassender. Der Erde geht es leider sehr, sehr schlecht. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe immer gedacht, die Erde ist so stark, so ein mächtiger Planet und gibt es ja diesen Planetenwitz, wo sich zwei Planeten begegnen und der eine sagt, wie geht's dir? Sagt der andere, ach, ich habe Homo sapiens, mir geht's gar nicht gut. Und dann sagt der andere, ach, das geht schnell vorbei. Aber so habe ich das immer gesehen, so dachte ich, ja, wir können da gar nicht viel anrichten. Aber bei der Erde geht's also sehr, sehr schlecht. Und wir haben ein paar Mal mit ihr gesprochen jetzt, meine Freundin channelt sie dann, kann mit ihr Kontakt aufnehmen. Das können wir natürlich alle, aber der Feedback bei ihr ist sehr klar und sie hat sich sehr beklagt, dass wir sie als Menschen nicht sehen und dass wir uns nicht, dass wir sie nicht ehren und schätzen. Und eine der negativen Effekte für sie ist eben dieser, ich sage jetzt mal, elektromagnetische Strahlung, die künstlich sind und die ihr wirklich auch sehr zu schaffen machen, neben dem Fakt, dass wir sie eben nicht schätzen als Mutter Erde. Also nicht der normale Umweltverschmutzung oder Klimawandelgeschichte, was man so in der ganzen Diskussion eigentlich hat, wie eigentlich eher eine Pseudodiskussion ist, in dem Fall vielleicht, sondern es geht einfach um die Wahrnehmung, das Bewusstsein, also aus dem Feld der Erde, dass wir das nicht anerkennen, nicht schätzen, dass es halt auch wie ein Organismus wäre im Endeffekt. Ja, dass wir sie als Wesen schätzen. Und sie hat uns dringend darum gebeten und darum, da möchte ich auch alle Zuschauer jetzt darum bitten, sich mit unserem Herz mit ihr zu verbinden. Also idealerweise uns wirklich auf die Erde zu legen, mit unserem Herzen sich uns zu verbinden mit ihrem Herzen und sie zu schätzen für das, was sie ist, als diejenige, die uns ja die Lebensgrundlage bietet. Also wenn sie sich dazu berufen fühlen, dann bin ich sehr dankbar und Mutter Erde auch. Aber zusätzlich kommen natürlich diese ganzen elektromagnetischen Störquellen, sage ich mal, die wir zum Beispiel eben jetzt mit 5G nochmal jetzt auf eine neue Ebene heben. Für die normalen Zuschauer vielleicht, das nochmal als
Beispiel nennen, dass diese Erde im Endeffekt sowas ist wie hier unser menschlichen Körper und wir sind als Bakterien im Endeffekt, die dann da drauf leben würden oder die anderen Lebewesen sind praktisch Bakterien, wie wir sie in unserem Körper auch haben und so im Vergleich müsste man das jetzt im Endeffekt sehen. Aber sie hat eben Bewusstsein, so ja, genau, wie wir das auch haben, wie unsere Seele, sage ich jetzt mal. Ja? Sie ist nicht nur ein totes Stück Stein, der da durchs All fliegt, sondern sie hat eben Bewusstsein, das sieht man ja, wenn man im Wald ist oder so, man kann ja auch die Energien spüren. Und dieses Bewusstsein, es ist schön, mit dem in Kontakt zu treten. Und James Lovelock hat das ja damals schon in seinem Buch über Gaia im Detail beschrieben und also wissenschaftlich nachgewiesen sozusagen, dass das alles nicht Zufälle sein können, ja, sondern dass das, da ist ein Bewusstsein dahinter. Kann man vielleicht noch was dazu sagen? Einiges, ja. Das ein Thema, die man herausziehen muss, ist die Frage, was ist die Erde? Warum wird sie Mutter Erde genannt? Warum Gaia? Warum diese Wörter, aber nicht in Taten ausgetragen? Wenn die Mutter nicht geschätzt ist, wenn die Mutter nur mit Abwasser beschmiert wird, ist das eine Wertschätzung der Mutter? Und das ist eine große Spaltung zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Und hier ist Korrektur zwingend erforderlich, weil wenn du andauernd die Quelle deiner Ernährung, und das ist, was Mutter bedeutet, andauernd beschmutzt, vergiftest, ignorierst, dann irgendwann wird die Ernährung fehlen. So, nimm das bitte als Warnung, dein Handeln Mutter Erde gegenüber muss geändert werden. Du kannst alle nette Gedanken haben, wie du willst, aber wenn dein Handeln nicht damit übereinstimmt, machst du enorme Probleme für dich selbst. Zum Beispiel mit 5G. Na, ich habe viele Anfragen bekommen aus vielen Ländern. Und das hat angefangen in San Francisco, wenn ich mich richtig erinnere, dass eine 5G-Installation auf eine Feuerwehrstation gemacht wurde. Und nachdem es angeschaltet wurde, wurde das Gebäude nicht mehr brauchbar. So, die mussten die ganze Feuerwehr umziehen in ein anderes Gebäude, weil die Leute damit nicht zurechtkommen könnten. Das hat solch eine Störung gemacht in den ganzen Körper und geistigen Systemen, dass sie das nicht ertragen könnten, nicht arbeiten können. Ja, kein Feuerwehr. Grundsätzlich. So, das ist die erste Warnung. Das ist von, ich glaube, Frühling letztes Jahr. Dann kriege ich viele Anfragen aus Texas, wo einiges gebaut wird und einige haben sehr ungute Gefühle dazu, weil die haben das Gefühl, etwas hier ist Menschen und Mutter Erde feindlich. Was können wir tun? Und dann natürlich, man fragt tiefer, ja, was ist hier? Und dann haben wir eine Gruppe von über 300 Ärzten, die vorletzte Woche an die United Nations geschrieben haben, hey, mal, diese 5G-Strahlung ist so lebensfeindlich, das kann nicht erlaubt werden. Ignoriert. Ja, die Frage ist ja, wieso wird das nicht getestet vorher mal? Man kann das ja ganz einfach testen. Also ich liebe Fortschritt, ich liebe Kommunikation, ich liebe mein Telefon, ich finde das alles toll, aber es darf ja nicht oder es sollte nicht für uns schädlich sein. Und wir haben ja Tools, mit denen wir das neutralisieren können, diese Schwingungen. Aber das muss man doch jetzt mal mit 5G, mit so einer neuen Technologie testen. Ich finde das ja toll, wenn ich weiß, wie viel in meinem Kühlschrank ist und was weiß ich, finde ich das klasse, ja. Aber das darf ja nicht auf Kosten der Gesundheit oder der Erde oder der Nahrungsmittel gehen, ja.
Ja, es würde getestet, aber nicht in der Art. Mhm. Es würde getestet für dem, was es ist. Und das, was uns dargestellt wird, ist nur Fensterverzierung. Ja, wurde gesagt, dass viel besser telefonieren, viel besser Datenübertragungen. Aber Information, die mir gebracht wurde von einem Professor in einer deutschen Uni, das ich am besten nicht benenne, der für eins der großen Firmen die Forschung macht, er meinte, für Telefonieren funktioniert 5G einfach nicht. Es ist sinnlos, ich weiß nicht, was die tun. Dann haben wir das Problem dieser fahrerlosen Autos und so weiter. Ja, vor 3 Wochen ungefähr ist ein fahrerloses Auto in ein fahrerloser Roboter eingefahren. Beide waren völlig außer Kontrolle geraten. Ja, offensichtlich funktioniert das auch nicht. Okay, es funktioniert auf diesem kleinen Gelände in Allenhoven, aber ja, das war kein normaler Straßenverkehr, das war ein ganz separater, ganz isolierter Gelände, weit weg von alles anderem. Und natürlich kann es gut dort funktionieren, weil es keine normale Umgebung ist. Wieder ist nur Fensterverzierung, es ist nichts Echtes. Und dann, als ich Aldenhoven nähert, mit einer Entfernung von circa 4,5 Kilometer, bin ich den Feld getroffen. Now, manche sagen, dass Strahlung von 5G kann nicht durch Gebäude und so weiter gehen. Quatsch, ist alles, was ich dazu sagen kann. War nicht nur Gebäude dazwischen, sondern auch ein Hohl dazwischen. 4,5 Kilometer könnte ich das Feld fühlen. Und mit 4 Kilometer war es ziemlich intensiv. Und was es tut, so ab 4 Kilometer bemerkbar, es bedruckt das Bewusstsein. Das heißt, das erfinderische Teil des Bewusstseins, das, wenn man ein großes Bild machen will, wurde komplett ausgeschaltet. Oder besser gesagt, die Energie versucht, das auszuschalten. Also die Kreativität, das Gestalterische, das genau. Lebendige in dir dann im Endeffekt. Genau, also. Genau. Das, wie Harald Kautz erwähnt hat, als ob ein Teil sich selbst ausgeschaltet würde, um ihn eine Cyborg, ein menschlicher Roboter zu machen. Könnte ich widerstehen, aber es ist äußerst unangenehm. Es hat sich nicht intensivisiert, als sie auf das Gelände waren. Ich habe mir umgeschaut, was tun sie hier, weil das war alles so kalt und lebenslos. Du weißt, wie es ist, obwohl du es oft nicht bemerkst. Du bist irgendwo auf dem Feld und du kriegst die Insekten mit. Wenn die nicht da sind, wird es sehr auffällig. Diese Hunderttausende von kleinen Bewegungen von Insekten sind gar nicht da. Kein Vogel, aber das kann an der Jahreszeit liegen, das ist nicht so ausschlaggebend. Gut, es war nicht so kalt an dem Tag. Das war ja jetzt schon, wo dann so hieß, kurzer Frühlingseinbruch, sage ich jetzt mal, wo du dann da warst, wo knapp zweistellige Temperaturen dran ging. Ja, Tag, aber das sind zu dieser Jahreszeit nicht so viele. Ja, aber du hast sonst hast du schon irgendwas. Du hast es nicht so, wie wenn es jetzt zum Beispiel im Winter, wenn es richtig kalt ist, ab so minus 20 Grad, dann meint man ja, die Welt ist eingefroren. Ne, dann kriegst du ja nichts mit. Dann auf die Geräusche hören sich alles anders an. Das ist ja wie tot. Mhm. Aber so war es mehr, obwohl es nicht so kalt war. So hat Gefühl, es ist eine gute Beschreibung, wenn alles mit dicker Schnee gedämmt ist und man hört nichts. Mhm. Die normalen Hintergrundgeräusche fehlen. Mhm. Und so war es auf diesem Gelände. Das alles, was hörbar war, war die Menschen, die geplaudert haben in dem Besucherzentrum und die Autos, die rumkurven. Das war's.
nichts sonst. Und dann habe ich bemerkt, was 5G wirklich ist. Es ist ein sehr ausgeklügeltes Waffensystem. Und der Zweck davon, oder besser gesagt, wie es funktioniert, jeder, der in dem Feld geht, wird eingeloggt. Du musst nur einmal im Feld gehen und dann du bist eingeloggt. Irgendwie, irgendwann müssen die was dazufügen, zu sagen, okay, wir haben diese Herzfrequenz dieser Mensch eingeloggt, wer ist das? Oh, er hat ein Handy in der Tasche, Nummer abrufen, oh ja, wir wissen, wer das ist. Nun, was könnte damit passieren? Wie nutzt denn das? Das gibt ein sehr schönes, interessantes Sci-Fi-Geschichte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, von wem das war. Ich habe das vor bestimmt 30 Jahren gelesen. Es heißt Repent, Harlequin, said the TikTok Man. Und es geht um eine absolute kontrollierte Gesellschaft. Und in dieser Geschichte, das gab einer, der sehr viel Unruhe besorgte, indem er alle Regeln brach. Aber er hat sich verkleidet, damit er nicht erkannt wurde. Und dann irgendwann kommt der Punkt, dass er wurde erkannt und dann ausgeschaltet, der Tod. Genauso funktioniert 5G. Wenn deine Herzfrequenz eingeloggt ist, die können innerhalb von 4 Kilometern einer Installation dein Herz einfach ausschalten. Sieht aus wie ein normaler Herzinfarkt. Medizinisch können die nichts weiteres feststellen. Die können es entweder dich als Einzel oder die können die ganze Menschengruppe einfach so ausschalten. Tot. Das ist, was 5G ist. Ein sehr, soll ich sagen, unangenehmes Waffensystem, direkter Angriff auf die Menschen. Eins der letzten Versuche der selbsternannte Elite, die Macht zu behalten. Interessanterweise, die Technologie, um diese Einloggen in deren System wieder auszuschalten, existiert schon seit 2017. Und das habe ich angewendet und mich von deren System wieder freigemacht. Aber wenn du das nicht hast, du gehst von einer Installation zu einer anderen und bist du sofort erkannt. So soll es funktionieren. Deswegen haben sie es momentan nicht vor, aufs Land zu bauen, weil die Leute aufs Land sind sowieso leicht zu isolieren. Aber in die Städte, da ist problematisch. Und diese Waffe für die Städte. Bräuchst du ja auch gar nicht flächendeckend, weil jemand vom Land kommt ja irgendwann auch mal in die Stadt, sage ich jetzt mal, und würde dann da erkannt und könnte dann da auch dann ausgeschaltet werden, wenn man ausschalten wollte, ja. Jetzt, sage ich jetzt mal. Genau, ja. Der lebt das die ganze Zeit auf dem Land wieder, ist aber gescannt und dann wird er dann im Endeffekt ausgeschaltet, wenn er das nächste Mal in so einen Bereich dann reinkommt. Mhm. Ja, und die haben dann halt auch ihre Rückzugsräume, wahrscheinlich dann auch. Sie selbst. Dass die nicht dann davon betroffen sind, weil sie brauchen ja nicht dann ausgeschaltet zu werden oder so. Das Thema ist aber, wie greift es auf den Kopf ein? Hast du da was festgestellt, dass es von der Strahlung, wie jetzt ein normales Telefon oder so, das merkst du ja auch, dass es dich sonst belastet, wenn es nicht entstört ist? Und solche Sachen, hast du da was festgestellt auf dem Gelände? Ja, das ist etwas dabei, dass die Aktivitäten der Vorderhirn auf bestimmte Frequenzbereich einschränkt. Es ist schwer, daraus zu gehen, bis man außerhalb des Feldes ist, dann geht es wieder. So, das normale Lebensfreude geht gar nicht. Im Endeffekt so ein Zombie-Bewusstsein könntest du auch erleiden. Ja, in der Richtung. Okay. Wenn es intensiviert wurde, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es zu Zombie-Zustand führt. Mhm. Natürlich, es kommt davon, wie stabil sich selbst man ist.
Mein Harald Kurzweiler hat es viel subjektiv viel intensiver erlebt als ich, weil er ist ja nicht so stabil in sich. Mhm. In einer anderen Energieform in dem Fall dann, als Zustand, Bewusstseinszustand in dem Fall dann. Mhm. Und das ist ja auch wieder das, wo wir Telefonat dazu kamen, ne, Gregor, wo du mich ja kurz angerufen hast. Das war ja auch in dem Channeling oder in dem Gespräch mit der Mutter Erde dann gewesen, dass es ja darum ging, dass es das Bewusstsein bremst, die Erde sich weiterzuentwickeln, weil die Erde ja auch Angst hat in dem Moment, dass sie halt diesen Bewusstseinsaufstieg macht und ihre, wie du schon gesagt hast, ihr Kinder nicht mitnehmen kann, ja, was sie dann depressiv macht und wo dann das Problem dann auch drin liegt, ja, wo es gestoppt wird. Vielleicht kannst du noch mal kurz da schildern, was du... Ja, also das Gespräch dort war für uns eben sehr schockierend und wir haben ihr eben jetzt dann viel gesungen und sie gehalten und sie hat wirklich geweint, wenn ich das erzähle, denke ich, die Leute denken, dass ich spinne, aber es war wirklich sehr, sehr traurig. Und wir haben dann andere Wesen noch gefragt, und ob das denn stimmt, was wir da gehört haben, ob das richtig war. Und die haben alle bestätigt, ja, Gaia ist sehr, sehr schwankend. Und du hast den Aufstieg angesprochen, auf den wir ja auch schon lange warten, ja, der wohl auch schon ein paar Mal verschoben wurde, habe ich unterdessen gehört. Der soll jetzt aber in den nächsten Jahren stattfinden, auch wenn man Corey Good und andere hört. Die weisen da drauf hin, aber eben mit einer unstabilen Erde, die, ich sag jetzt mal, depressiv ist, um es mal sehr verkürzt. In unserer menschlichen Form umzusetzen, dass wir das verstehen, genau. Ist das eben nicht möglich. Und das war ja der erste, wir haben ja The Galactic Earth Peace Project gegründet vor einiger Zeit, wo wir also mit unseren Freunden aus den Sternen, den Sternenwesen und den anderen Wesen auf der Innererde zusammenarbeiten wollen, um wirklich Frieden auf die Erde zu bringen. Und also die sind alle schockiert über den Zustand der Erde, und ich habe das gar nicht ernst genommen erst. Ich habe wirklich 3-4 Bestätigungen gebraucht, bis ich das wirklich angenommen habe. Und ich denke, es liegt an uns, jetzt da was dagegen zu halten. Nach deiner Erfahrung jetzt, die du in dem Feld hast und so, hast du eine großflächige Idee, wie das aussehen könnte, wie man in dem Fall, sage ich jetzt mal, der Mutter Erde die Depression in dem Moment nehmen kann, dass sie den Aufstieg macht und dass sie nicht Angst hat, dass sie ihre Kinder verliert? Oder was kriegst du da so als Information? Ich würde es so sagen, wenn der Reinigungsprozess angesagt ist und die Fieber kocht hoch, der Beste ist schnell durch. Auch wo das ganze Klimawandel, was alles diskutiert wird, ist eigentlich ein Aufstiegsprozess oder eine Entwicklung der Erde im Endeffekt. Ja. Also dass diese ganzen anderen Sachen, soll die eigentlich davon abhalten, die Menschen, dass sie wahrscheinlich diesen Aufstiegsprozess dann im Endeffekt machen. Ja. Oder wie? Ich denke auch, da geht es also im Moment richtig zur Sache auf den Ebenen, die wir so mit unserem Alltagsbewusstsein nicht mitbekommen. Das spüren wir zum Teil auch in uns. Also ich spüre es zumindest, dass bei mir auch sich einiges bewegt hat, jetzt gerade in den letzten 12 Monaten noch. Und es geht jetzt um die Wurst sozusagen. Ja? So wie gehen wir jetzt damit um? Aber es ist ein intensiver Reinigungsprozess bei uns und auch in der Erde. Und wir müssen ganz bewusst sein und uns entscheiden, wie du es auch schon gesagt hast, Karma, wirklich ganz bewusst dafür auch einzustehen. Es liegt wirklich im Wesentlichen an uns. Also mit der Erde uns verbinden, mit der Liebe verbinden. Wir machen jetzt montags um 21 Uhr immer Meditation für zumindest eine Viertelstunde. Das haben mehrere Wesen uns gesagt, dass wir uns verbinden sollen, und um so ein Lichtfeld auch zu schaffen. Und eben wichtig ist aufzuwachen. Ich rede mit vielen Menschen. Und am Anfang habe ich gedacht, dass viele mich für verrückt halten und sagen, ja, also was erzählst du denn da so ein Quatsch? Ich habe gerade einen Vortrag gehalten jetzt auf der Messe hier mit, 50, 60 Leuten und auch sie gebeten, Gaia zu unterstützen. Ich dachte, da kommen dann vielleicht hinterher Leute und kritisieren mich. Überhaupt nicht. Also Leute wollten mehr wissen, die waren sehr offen. Sie wissen intuitiv, in welcher Situation wir uns befinden. Und ich spreche einfach mit so vielen Menschen wie möglich, und klar, also einige sagen, ja, das verstehen wir alles nicht oder so, aber intuitiv, denke ich, wissen wir, dass wir in einer sehr, sehr wichtigen Zeit leben, wo wir uns entscheiden müssen und dann auch handeln müssen.
dafür. Ja. Ja, es geht ja auch um den Prozess, eigentlich aus dem Verstand rauszugehen und dann ins Herz zu gehen, weil der Verstand ja dieses Manipulation ist, wo wir an dieser KI, künstlichen Intelligenz, wenn man so will, gesteuert werden und dieser Kampf, der im Moment stattfindet, ne, wenn man so will, das Bewusstsein, also Erde, gegen, also Aufstieg und diese KI, die versucht, das unten zu halten, eigentlich, wenn man so will. Also ich bin auch gebeten worden, von unseren Sternenfreunden sozusagen darauf hinzuweisen, dass sie jetzt verstärkt runterkommen. Das ist ja eigentlich gegen diese Einmischungsindizes oder Anti-Einmischungs-Vereinbarung. Also sie kommen jetzt trotzdem runter. Es wird vermehrt UFO-Sichtungen geben, haben sie mir gesagt. Einfach, dass die Menschen anfangen zu sehen, es gibt jetzt nur mehr, als was in der Presse steht, in der normalen. Ja. Und sie möchten uns den Frieden bringen. Und als eine Tat haben sie jetzt schon uns gesagt, und das habe ich durch drei verschiedene andere Quellen mir bestätigen lassen, dass sie die Atomraketen gemobst haben. Das heißt also, die Nuklearsprengköpfe sind zum Großteil, 80-90%, sichergestellt, werden jetzt irgendwo entschärft, und wenn doch irgendjemand versuchen sollte, noch auf den roten Knopf zu drücken, dann werden sie das verhindern. Also wir werden zumindest nicht von diesen Atomraketen sterben. Das, so weit greifen sie jetzt schon ein, und sie wollen mehr eingreifen, aber sie möchten uns sagen, dass sie in Frieden kommen. Es gibt natürlich solche und solche Außerirdische, das ist ganz klar, das muss man auch wissen, aber der Großteil will uns Frieden bringen, uns helfen, weil wir alleine, muss man leider sagen, das nicht geschafft haben hinzukriegen. Also wir kriegen jetzt Unterstützung, dann bitte nicht erschrecken, nicht Angst behaben. Die Masse der Wesen ist wirklich gut und möchte uns mit ganz viel Liebe im Herzen unterstützen und unterstützen, in den Frieden zu kommen und auch mit der Erde dann den Aufstieg zu machen irgendwann in den nächsten Jahren. Und da ist auch wieder wichtig zu unterscheiden, gut und böse. Ja, da auch vom Herzen würden wir es unterscheiden können, wenn wir da drin sind. Ja. Nur unser Verstand ist halt, der sich täuschen lässt von verschiedenen Sachen. Ja, Kamal, zu dem Thema Radioaktivität hast du ja auch noch eine interessante Geschichte gehabt, ne? Ja, ein bisschen. Als ich gefragt wurde, ob ich das bestätigen kann, was ich gesehen habe, ist, die Radioaktivität geht weitgehend nach unten. Das heißt, ohne die Radioaktivität in der Sprengstoff, das Ding explodiert gar nicht. Well, explodiert ein bisschen. Hat aber nicht die Wirkung, diese vernichtende Droge. Und dann habe ich nach Fukushima geschaut, weil da ist das, meiner Meinung nach, das immer noch das größte Gefahr der Welt. Weil schon ist der ganze Nordpazifik tot. Kein Fisch, nichts, alles komplett tot von Fukushima. Und da ist die Radioaktivität auch weitgehend nach unten gegangen. Du hast mir gerade vor ein paar Minuten gesagt, es gibt einen Bericht aus der normalen Presse aus Japan, der das auch bestätigt. Hochinteressant, wenn das komplett weg ist, dann die Frage ist, wie lange dauert, bis die Nordpazifik sich wiederholt. Aber wir haben den Zustand, dass die Fischer in Washington State und British Columbia keine Fische mehr fangen, weil die sind nicht da. Und das ist, was Fukushima verursacht hat. Und das ist auch ein Tat der bewussten Missachten, weil in den Hügel hinter Fukushima steht ein uralter Plaque, Notiz, kann ich nicht besser beschreiben, steht, nicht tiefer als hier etwas bauen. Und die haben Fukushima darunter gebaut. Ein Hinweis steht. Ein Hinweis steht da. Das ist ein paar hundert Jahre alt. Aha, okay, interessant. Weil die wussten, dass darunter war instabil. Und jetzt sehen wir die Auswirkungen davon. Aber einige andere Reaktoren auf Japan sind auf instabiler Grund. So, das ist, Japan ist eine Bombe. Und wer hat den Zündstoff? Wir müssen freie Energie freisetzen. Es ist weltweit untergedruckt, außer in Russland. Und
Ja. Ohne freie Energie gibt es keinen Frieden. Das haben die mir schon, unsere Sternenfreunde schon vor über einem Jahr gesagt. Ohne freie Energie gibt es keinen Frieden. Also man muss das wirklich verstehen. Und wir haben ja das letzte Mal über freie Energie gesprochen. Es gibt ja Ansätze. Die anderen Technologien sind auch schon alle vorhanden, aber nicht, leider nicht in unseren Händen. Ja. Mhm. Aber aus Russland kommt eben sehr viel Gesundheits-, vor allem im Gesundheitsbereich, freie Energie. Geräte und das ist unglaublich zu sehen, wie toll das funktioniert. Aber ich glaube, auch im Energieerzeugungsbereich gibt es alles schon, aber leider nicht bei uns. Noch nicht, genau. Noch nicht. Es gab ja kürzlich den Film von Rossi mit der Maschine da im Endeffekt, was da jetzt lieferbar sein soll schon. Dann und verschiedene andere Sachen, die es dann da gibt. Ich denke mal, da tut sich einiges, weil das Problem ist halt bei dem kapitalistischen Denken im Endeffekt, ne? Dieser Turbokapitalismus, wenn man so hart beschreiben will, der dann halt das ausprägt, dass es halt nur wirtschaftliche Interessen und so weiter und so fort. Und das ist bei freier Energie in dem Fall erstmal schwierig in den Leuten, in den Gedanken. Man gibt es Möglichkeiten, es gibt Ansätze. Das sind Kartelle, die einfach ihr Geschäft beschützen. Deswegen sage ich ja, weil es geht ja darum, die alten Geschäfte zu erhalten und deswegen erstmal nichts Neues ranzubringen. Mit all ihren lebenszerstörenden Dingen. Ja, also das ist mit freier Energie kann man auch vielleicht weniger Geld verdienen und man kann auch Sinn stiften und das kaufen die Leute und es muss gewartet werden und ich weiß nicht was, also wieso nicht, aber gut, aber die alten Kartelle schützen sozusagen ihre Gebiete. Ja, meine Spionen haben mir gesagt, dass RWE hat 142 solche Maschinen abgekauft, um sie zu unterdrücken. Ja, weil erstmal geht es, die alte Technologie das Geld rausholen, solange wie man es auspressen kann. Das meine ich ja mit dem Kapitalismus. Wird ja genommen, erstmal solange ich es auspressen kann. Und wenn es dann nichts gibt, dann komme ich halt mit dem Neuen. Ne? Mir hat mal ein Wissenschaftler, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, der hat mir damals gesagt, die Technologie, die ihr hier einsetzt, die ist schon vor 50 Jahren entwickelt worden, so ungefähr, so ist die Differenz, wenn irgendwas ist. Wir sind eigentlich in dieser Forschung und der ganzen Entwicklung sind wir ungefähr bald 50 Jahre weiter. Na? Ja. Und auch in dem Wissen, was gemacht wird, bis auch Bücher sich ändern und alles irgendwann gemacht wird. Ist jetzt die Frage, wie lange wir uns das noch gefallen lassen wollen. Es liegt ja an uns. Ja? Genau, genau. Und hierzu, es freut mich sehr, weil ich bemerke, dass immer wieder neue Gruppen aus der Erde sprießen, die in diese Richtung gehen wollen, lernen wollen, verbinden wollen. Ist fast jeden Tag etwas Neues dazukommt. So, das gibt diese Erweckung unter die Menschen allgemein, die Elite versuchen zu vernichten. Und die Proportionen sind ungefähr jetzt für jeden Mensch, der das alte Ausbeutungssystem aufrechterhalten will, gibt es jetzt fast 10.000 von uns. Mhm. Und diese Proportion wird sich noch weiter ändern. Vor 3 Jahren war es nur 8.000. Ja, und das kommt durchs Handeln. Deswegen jeder handeln und jeder tun. Ne? Weil die Leute fragen ja immer, was soll ich alleine tun? Aufwachen. Nein, jeder kann an sich, genau, für sich was tun. Ja. Und zum einen waren 2018 ein Jahr, wo viele Altlasten für jeden hochgeploppt sind, die erstmal abgearbeitet werden mussten. Es wird 2019, denke ich mal, noch so weitergehen. Und diejenigen, die sich da sperren, so hart wie es klingt, die werden gehen müssen. Im Endeffekt gehe ich davon aus, wenn sie sich alles weiter weigern, durch irgendwelche Krankheiten oder so, wenn sie halt dieses System verlassen und die anderen haben dann die Chance, dann mitzugehen. Als Beispiel, na, es ist ein alberner Beispiel, aber es ist nur als Beispiel. Wenn, sollte es sein, 5G-Telefons in den Laden kommen, wenn jeder Mitarbeiter beim Mediamarkt weigert, sie zu verkaufen, was können die Chefs tun? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder die Medien endlich mit ihrer Aufklärung anfangen weiter. Ne? Ja. Dieses Bewusstsein einfach mal schulen. Oder müsste eigentlich die Leute mal die 5G-Testgelände dann besuchen. Dann würden sie es auch erleben. Weil es ist ja eigentlich ein Besuchergelände. Obwohl du ja dann relativ schnell vom Platz geschmissen wurdest. Oder wie hat sich das dann verhalten? Ne? Ja, ich habe es dort gestanden und beobachtet. Und dann, okay, dann nehme ich meine Kamera aus. Aber angefangen. Man kommt sofort, er kommt eine. Keine 20 Sekunden sind auf dem Video, sag ich jetzt mal. Aus dem Gebäude geschossen. Ich sage, Sie dürfen hier nicht filmen. So, okay. Wer sind Sie dann? Ich bin der Geschäftsführer. So, oh, ich gratuliere. Tschüss.
Also ich will, dass du das sofort löscht. Nee, ciao. Und ja, schnell vom Gelände wieder los. Okay. Obwohl du bist fotografiert worden, als das Auto und so weiter und so fort, das gescannt worden, ne? Im Endeffekt. Oh ja, 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 ich hatte mein Auto fotografiert, aber wie weit die es dann nutzt, mal, wir gehen sowieso online damit. Ja. Also wie gesagt, es wird halt schon Sicherheitsmaßnahmen da getroffen und wenn es ja so ungefährlich und alles Mögliche wäre, dann würden sie ja auch zulassen dementsprechend da anders, gerade wenn es ein Besuchergelände ist. Ne? Mhm, ja. Oder dann wird man es vorführen, dann wird man es ganz normal öffentlich auf den Messen vorstellen, dann wird man, was weiß ich, gerade mit so einer neuen Technologie gibt es doch nichts anderes, dann würden diese Roadtouren stattfinden, sage ich jetzt mal, ne? Und überall wird man es hinbringen, aber mit dem 5G hält man sich doch ziemlich bedeckt mit den ganzen anderen Sachen, die da sind, auch wenn die Lizenzen jetzt noch nicht verkauft sind, aber trotzdem, man würde es den Leuten noch anders da schmackhaft bringen, wenn man wüsste, hundertprozentig ist ungefährlich und die Leute würden nichts merken, nach meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das ist interessant, weil es gibt kaum was zu sehen auf diesem Gelände. Was ist das Problem, wenn es kurz gefilmt wird? Ich verstehe nicht. Naja, Werbung. Könnte ja auch Positivwerbung sein, ne? Du weißt ja vorher nicht. Nur du hast ja kein Schild an dir, dass du gesagt hast, du willst das jetzt energetisch testen, du willst jetzt gucken, welche Gefahren bestehen da. Und das hattest du ja eigentlich alles gar nicht. Sondern, wie gesagt, das war ja gleich von vornherein so nach dem Motto, es ist was zu verstecken eher. Ja. Und du sagst ja auch von der Einstellung her, wie er kam, du hattest keinen Bezug dazu. Also du konntest ihn gar nicht richtig auf der Ebene ansprechen oder irgendwas mit demjenigen erreichen, der da... Nein, der war so total in dieser Kontrollstruktur. Es war unmöglich, mit ihm zu reden. Das ist sofort klar sichtbar. Er war nicht in der Lage, sagen wir so, konstruktiv zu denken. Das heißt... ist ja kein Wunder, wenn er da sitzt den ganzen Tag. Ja, seine Intuition war ausgeschaltet. Ja. Er hat nur diese Kontrolle. Ja, ja, der ist ja den ganzen Tag da. Der ist der Ärmste von uns allen hier, ja, weil der sitzt den ganzen Tag auf diesem Gelände. Oder ist diesen Wellen ausgesetzt. Ja. Und oder extra ausgewählt, weil er von Charakter so ist. Ja. Zum Beispiel, genau. Ja. Ja, und was ist jetzt so eure Idee für die Leute? Wir wollen ja den Leuten auch die Möglichkeit geben, wie gesagt, dass sie keine Angst davor haben. Das war ja auch eine andere Geschichte, dass wir das in den Reaktionen hatten, auch in den ganzen Leserbriefen oder was alles dazu kam. Die Leute haben ja jetzt totale Panik. Mit der totalen Panik erzeugen sie ja wieder ein Angstfeld und das ist ja kontraproduktiv zu dieser Bewusstseinserhöhung, zu diesem Herz reinkommen, weil dann bin ich ja die ganze Zeit nur im Verstand. Weil aus dem Herz raus hätte ich die Angst ja nicht. Ne, dann bin ich ja in meiner Mitte und so und dann kann mir ja auch nichts passieren, das weiß ich ja dann auch. Und was ist da eure Idee? Wie sollen die Leute sich verhalten? Was habt ihr jetzt für die Zuschauer oder für die anderen Leute so als Hinweis? Das zwei Dinge. Das, was dich von deren Netz wieder freimacht, ist da Harmony Auric. Das kann jeder für sich besorgen und einfach ab dem Herzchakra bringen. Die Frage ist... Angesichts, dass dies eine Waffe ist, ein Tötungssystem ist, wie weit ist man berechtigt, das zu neutralisieren, indem man die Installation vernichtet? Das weiß ich nicht, da muss ein Rechtsexpert uns darüber beraten. Wir haben heute keins hier, aber es ist eine Frage, die berechtigt ist, würde ich sagen. In dem berüchtigten Protest im Endeffekt dann da wäre, dass das halt nicht passiert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ich denke im rechtlichen Sinne. Also wir wollen ja nicht keinen Gewaltaufruf jetzt dazu machen, dass die Leute jetzt die ganzen Dinge jetzt, sage ich jetzt mal, dann dementsprechend zerstören. Erstmal. Weil es geht ja auch, dass man die Sachen nicht nutzt, so wie du jetzt schon gesagt hast, dass die Leute die nicht verkaufen würden, die Technologie. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, ne? Ja. Bewusstsein schaffen, eben reden mit der Familie, mit den Freunden, auch wenn man anfänglich eben denkt, die glauben einem nicht, aber dass man darauf hinweist, dass diese Vögel dort, auch wenn das jetzt nochmal noch besondere Dinge dazu kamen, dort an diesem Ort in Den Haag, dass die dort eben gestorben sind und dass wir erst auch verlangen, und das Recht haben wir ja auch, dass das vernünftig getestet wird unter vernünftigen Bedingungen und auch medizinisch dann untersucht wird, welche Auswirkungen hat das denn vielleicht? Dann eben schauen, was können wir dagegen tun, also dass wir uns selber schützen und auch anderen in der Familie sagen, dass sie sich schützen sollen davor und eben
politisch das sozusagen auch bekämpfen. Es kann auch eine Chance sein, für uns zu noch mehr Erwachen zu führen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Noch ein höheres Bewusstsein dadurch kommt. Ja, dadurch für die Leute. Das sagt ja kein Kern. Dass sie das sehen und sagen, nein, genau, das wollen wir nicht. Wir verlangen, dass das erstmal untersucht wird. Gibt es da Nebenwirkungen sozusagen zu Nebenwirkungen? Es ist schon Sie untersucht. Arzt, ja? Mehrere hunderte Ärzte haben gesagt, dass darf nicht erlaubt werden. Und es würde ignoriert. Ja, und das muss man bekannt machen, unterstützen. Es muss Petitionen geben, die wir einreichen. Also, dass man auch den normalen politischen Weg geht. Und dass jeder, der das ja mal versteht, der muss sagen, warte mal, stopp. Das muss jetzt erstmal im Detail nochmal untersucht werden. Ja. Und nochmal klarzustellen, es gibt andere Technologien, mit denen das auch möglich wäre. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt das 5G ablehnt, dass man dann sagt, zurück in die Steinzeit. Das waren ja auch so Kommentare, die wir da gekriegt haben bei YouTube. Oh, wir würden ablehnen und der Harald Kautz würde das ablehnen und so weiter. Und wir würden dann alle in der Steinzeit leben, dann, wenn das dann nicht mehr wäre. Darum geht es ja nicht. Sondern es gibt ja definitiv Technologien, die entwickelt worden sind, wo man auch, wenn man jetzt zum Beispiel diese ferngesteuerten Fahrzeuge haben will, dass das geht, selbst bei Gedankenkraft sogar, Steuerung und solche Sachen, wo man das eigentlich gar nicht braucht. Ich glaube, sogar Fraunhofer-Institut hat irgendwelche Systeme entwickelt, wo die alternativ ohne diese Nebenwirkungen kommunizieren können. Zwei Dinge. Erst, wir brauchen eigentlich gar nichts von dieser Handystrahlung, weil das existiert schon Jahre, die Möglichkeit, die Signale über die natürliche Schwerkraftwellen zu vermitteln. Ja, das war das. Man kann auch das Internet genauso vertreiben, komplett kabellos. Das ist ein Kommentar von einem Handyvertreiber, von jemandem, der in der Technik da. Die haben 4G noch nicht ordentlich zum Laufen gebracht werden. Warum wollen die mit 5G spielen? Geht gar nicht. Ich habe auch genug Internet im Moment auf meinem Handy. Ich habe alles, was ich brauche. Also ich brauche jetzt auch nicht unbedingt zwingend 5G. Und wenn es sicher sein sollte oder eine Technologie gibt, die es sicher macht, ja, umso besser. Dann gerne her damit, ja. Die haben nach meiner Anfrage auf 3G runtergeschaltet, weil auf 4G es ist zu unzuverlässig. Ja, ja. Super. Jetzt, seit ich mich runtergeschaltet habe auf 3G, ist das Signal wieder zuverlässig. Okay. Das andere Thema ist ja, eigentlich haben wir alles uns drin. Wir könnten Telepathie zum Beispiel, das wäre dann diese nächste Stufe dann im Endeffekt. Mit dem höheren Bewusstsein brauchen wir auch die Technologie nicht mehr. Ja. Dann ist gar kein Thema. Dann könnten wir uns telepathisch, dann brauchen wir kein Telefon, dann können wir Dinge bewegen, dann können wir Sachen steuern, dann gibt es alles Mögliche. Ob das jetzt die kinetischen Geschichten sind, ne, die gibt es ja, diese psychokinetischen Sachen da. Und was sonst so alles ist. Also es ist ja nur eine Krücke, die wir uns erschaffen, weil wir die Fähigkeit im Moment nicht haben. Ja? Sobald wir die Fähigkeit haben, bräuchten wir es ja nicht mehr. Wir haben die sind aber atrophiert, weil wir nicht üben. Mhm. Ja, genau. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben neuen Kontakt mit Wesen aus der Innererde, die dort leben. Sind Echsenwesen, aber haben so einen Körper wie wir. Ja, der Kopf sieht halt ein bisschen anders aus. Auch sonst am Körper gibt es Änderungen. Und die rufe ich immer, da rufe ich an. Und die sagten auch, du hast dann immer gerufen, ja, und haben so auf den Kopf geklopft. Also das muss richtig für die schon fast gewalttätig gewesen sein. Und ich habe nur den Namen so geflüstert im Gedanken. Ja. Und für die war das schon, als ob ich sie da fast belästigt hätte, ja. Und die kommen dann sofort und nehmen Kontakt mit uns auf. Also senden kann ich schon ganz gut, hören tue ich sie noch nicht so gut, das muss ich gestehen. Das muss ich jetzt erst noch ein bisschen üben. Aber ich denke, du hast völlig recht, wir können das in relativ kurzer Zeit, gibt ja Schulen auch dafür schon, wo wir das trainieren können. Und dann, wir wissen es ja auch oft, ja, das Telefon klingelt, sagt, ach, der Thorsten. Ja, genau. Ja, und prompt ist der Thorsten dran oder die Oma oder wer auch immer. Also viele von uns kennen ja dieses Phänomen, dass wir diese Vorahnung schon haben, die dann auch eintrifft. Ja. Genau. Wie oft haben wir uns versucht, gleichzeitig anzurufen, beide waren besetzt. Genau. Oder das sind halt so Dinge, die passieren da öfters. Deswegen gibt es ja auch so interessante Trainings, die Leute machen können. Wie gesagt, es werden angeboten in Seminaren, in Kursen oder es gibt im Internet eine ganze Menge Videos, die da eingesetzt werden können.
wenn man mal ein bisschen googelt, wo da schöne Beispiele dann da dran sind oder irgendeine andere Suchmaschine nutzt. Im Endeffekt, also ist eigentlich heutzutage kein Problem, an die Informationen mehr zu kommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn man wollte. Ja, es gibt Gutes, aber man muss es dann eben auch tun. Also es geht um die Aktivität selbst. Wir müssen selber uns wieder ermächtigen und dann haben auch andere Kräfte nicht die Möglichkeit, uns da zu unterdrücken. Ja, die Komfortzone verlassen einfach mal, ne? Aus unserer Hängematte auf und dann raus. Und da sind dann solche Technologien wie 5G oder so, ich sag's jetzt mal härter, ist halt der Arschtritt dazu, um uns zu bewegen, aus unserer Komfortzone rauszukommen. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Ein Weckruf an uns alle. Genau, genau. Hat sonst noch jemand was von euch beiden als Abschluss für die Zuschauer? So ein letztes Wort? Will noch jemand was sagen? Es sieht alles gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir jetzt unseren eigenen Teil dazu beitragen, denke ich, kommt das auf jeden Fall gut. Aber wir müssen es tun. Ja. Wir müssen es tun. Es gibt noch einiges zu tun und dann kommt das auch gut, denke ich. Ja, wir kriegen all die Hilfe, die wir brauchen. Ja. Ständig werden uns neue Techniken, neue Methoden geschenkt. Aber keiner kann es für dich tun. Wir können dir nur zeigen, wie es geht. Dann liegt es an dir. Ja, Gregor, Karma, dann danke ich euch fürs Gespräch. Danke. Ja, und ja, liebe Zuschauer, ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten gesehen und jetzt liegt es an jedem von euch, irgendwie was zu tun, was zu machen, aber rausgehen aus der Angst, das ist halt das Hauptthema, weil die lähmt euch. Und deswegen einfach, dann kommt ihr ins Arbeiten, ins Tun. Alle Möglichkeiten sind da. Und ja, wir hoffen, mit diesem Gespräch hier ein bisschen zur Diskussion wieder angeregt zu haben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bleibt weiter. Guckt euch bei Extreme News die weiteren Videos an, die es sonst noch gibt. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren mit den neuen Fähigkeiten. Danke. Namaste. Danke.